Christian Althaus, das Coronavirus, hat das Potenzial, zu einer Pandemie zu werden? So wie es im Moment aussieht, kann das wirklich das Potenzial für eine Pandemie haben. Als Epidemiologe geht man von der sogenannten Basisreproduktionszahl aus. Die gibt an, wie viele Neuinfektionen eine infizierte Person, wenn es keine Kontrollmaßnahmen gibt, kann infizieren. Die Zahl ist ungefähr etwa um 2 bei dem neuen Coronavirus. Und das heisst, mit den Charakteristiken, die man jetzt sieht, dass es zu einer weltweiten Ausbreitung könnte kommen. Heisst, es ist sehr ansteckend. Wie kann man das einordnen? Es ist relativ ansteckend. Es ist vergleichbar mit einer saisonalen Influenza, aber auch mit SARS, im Unterschied zu SARS, wo sehr viel von diesen sogenannten Superspreading-Events verursacht hat, wo nur relativ wenig Leute übertragen, aber dann sehr viel und die meisten Leute gar keine Übertragungen verursachen, könnte es bei dem neuen Coronavirus so sein, dass es sehr regelmäßig sich ausbreitet, dass es weniger Superspreading-Events gibt, aber sehr gleichmäßig, ähnlicher wie bei Influenza. Und auch dann wäre das Risiko für eine Pandemie eben sehr groß. Superspreading-Events, können Sie das vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben, was das heisst? Superspreading-Events, die hat man, kennt man schon länger, aber das hat man vor allem bei der Epidemie von SARS gesehen. Das sieht man so, dass einzelne Patienten sehr viele Neuinfektionen verursachen, vor allem im engen Kontakt unter der Familie oder in Spitälern, wo es zu Neuinfektionen von anderen Patienten oder Gesundheitspersonal kann kommen. Also das sind Patienten, die dann 10, 20 oder 30 weitere Leute infizieren können. Das sind sogenannte Superspreading-Events. Und dann gleichzeitig sieht man aber auch, dass eben sehr viele Patienten das Virus gar nicht weiterverbreiten können. Also die Variation in der Übertragungsrate von Mensch zu Mensch ist sehr hoch. Wenn Sie es jetzt einschätzen, der Vergleich zwischen dem Coronavirus und SARS, was würden Sie sagen? Beim neuen Coronavirus sieht es im Moment schon recht anders aus, weil es eine sehr grosse Epidemie in China gibt. Ist sicher grösser, wie SARS jemals war. Und auch Todesfälle, jetzt zumindest mittlerweile in China, wirklich stark ansteigen. Und es sieht so aus, dass es wirklich zu mehr Todesfällen wie bei SARS könnte führen, auch wenn man die Epidemie eindämmen kann. Wieso eigentlich so häufig China als Ursprungsort? Kann man das sagen? Ja, es ist natürlich nicht immer China, wo es zu sogenannten neu auftretenden Infektionskrankheiten kommt. Das kennt man auch von anderen Ländern oder anderen Kontinenten, aber es passiert doch wirklich ab und zu in China. Was sicher eine Rolle spielt, ist die kulturellen Bedingungen und der enge Kontakt von Tier und Mensch und sehr viele verschiedene Tierspezies, auch Geflügel, wie man das von der Hühnergrippe oder der sogenannten Avian Influenza kennt. Und das ist ein Risikofaktor in diesen Ländern, wo natürlich die Übertragung von Viren vom Tier zum Mensch kann begünstigen. Wenn wir jetzt noch anschauen, die normale saisonale Grippe im Vergleich zum Coronavirus, was macht das Coronavirus gefährlicher? Also die normale saisonale Grippe ist auch nicht ungefährlich. Da geht man davon aus, dass sich durchschnittlich vielleicht etwa 10% der Bevölkerung infizieren jedes Jahr. Also das wären in der Schweiz etwa 800'000 Leute. Und dann vielleicht etwa eine Person von 1'000 daran auch stirbt oder ein bisschen weniger. Beim Coronavirus ist es so, dass das halt mittlerweile das Potenzial für eine globale Pandemie hat. Das heisst, es könnte sich auch einen bedeutenden Anteil der Weltbevölkerung infizieren. Und im Moment muss man davon ausgehen, dass die Gefährlichkeit, also Sterblichkeit pro infizierte Person doch ein bisschen höher sein könnte als bei einer saisonalen Influenza. Also wenn das beispielsweise etwa 1% wäre von den infizierten Personen, könnte das durchaus etwa zu 8 Millionen Todesfällen weltweit führen. 8 Millionen klingt nach enorm viel. Ja, wenn man natürlich wissen, dass bei einer saisonalen Influenza geht man davon aus, dass vielleicht etwa 500'000 Menschen stirbt jedes Jahr. Und mit der Gefährlichkeit, die man jetzt beim Coronavirus mittlerweile damit rechnen muss, könnte das natürlich sein, dass der Faktor durchaus um einen Faktor 10 höher ist. Wir haben im Moment die Situation, China ist praktisch abgeschottet, Fluggesellschaften fliegen nicht mehr auf China. Ist das alles gerechtfertigt? Ja, das ist eine schwierige Frage natürlich, um das zu beurteilen, wie die chinesische Regierung mit dem umgehen soll. Man hat natürlich aus vergangenen Epidemien gelernt, also Sachen, die man bei SARS angewendet hat vor 17 Jahren.
Die momentane Epidemie in China hat natürlich ein ganz anderes Ausmaß und die Anstrengungen von der chinesischen Regierung, das hat man noch nie gesehen bis jetzt. Und das wird sich natürlich im Nachhinein zeigen, inwiefern das nützlich war oder auch schädlich. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man wirklich eine weitere Ausbreitung und die Möglichkeit von einer globalen Pandemie kann verhindern. Und deshalb denke ich, dass sicher strenge Massnahmen jetzt nützlich sind. Aber man muss auch wissen, dass je strenger die Massnahmen sind, desto gefährlicher wird es, je nachdem das Virus wirklich zu kontrollieren. Also wenn man zum Beispiel die Mobilität der Leute einschränkt, ist das natürlich ein Eingriff in ein Menschenrecht. Und man kann dann damit auch die Leute in den Untergrund drängen oder sie versuchen dann über Reiserouten sich zu bewegen, die viel schwieriger zu kontrollieren sind. Also je nachdem kann man das eine unbeobachtete Ausbreitung des Virus auch begünstigen. Vor gut 100 Jahren hat die spanische Grippe Millionen Tote gefordert. Könnte man so etwas heute verhindern? Heute sind die Bedingungen sicher anders. Also wenn sich wieder das gleiche Virus wie damals jetzt wieder global ausbreiten würde, sicher zu weniger Todesfälle oder das Risiko pro Kopf wäre sicher kleiner, dass man sterben würde. Also die äußeren Bedingungen, die Hygiene, die Versorgung in den Spitälern ist natürlich viel besser geworden. Trotzdem hat man natürlich Angst vor einer neuen Pandemie, vor Influenza oder eben einem ähnlichen Virus, wie es jetzt bei Coronavirus ist, wo Atemwegserkrankungen kann verursachen und zu einer erhöhten Sterblichkeit kann führen. Und bei einer globalen Ausbreitung kann das dann eben immer doch zu einigen Millionen Toten kommen. Nicht zuletzt auch, weil Globalisierung eine Ausbreitung natürlich wahnsinnig schnell möglich macht, oder? Ja, die Globalisierung und die erhöhte Mobilität, gerade in den letzten 20 Jahren, begünstigt das natürlich. Das sieht man insbesondere jetzt auch bei China, wo sich halt viel mehr international verknüpft hat, wo es sehr viel Reiseverkehr gibt, einerseits über Flugzeuge von China ins Ausland, aber auch innerhalb von China. Redet man jetzt davon, von diesen Hochgeschwindigkeitszügen und sehr guten Verbindungen zwischen den chinesischen Städten, wo sich die Ausbreitung vom Virus natürlich auch beschleunigen. Mit Blick auf die letzten Jahre, was hat man gelernt aus der Geschichte der Virenbekämpfung? Man hat natürlich einiges gelernt, gerade von der SARS-Epidemie 2003 und auch von der pandemischen Influenza 2009. Bei SARS, das war ein Virus, das eine relativ hohe Sterblichkeit hatte, wo man eindämmen konnte, wo es auch vielleicht weniger wahrscheinlich ist, dass es wirklich zu einer globalen Pandemie gekommen wäre. Bei der pandemischen Influenza 2009 war das gerade umgekehrt. Das ist ein typischer Influenza-Virus, der hat sich sehr gut ausbreitet. Ein sehr grosser Prozentteil der Bevölkerung hat sich damit infiziert. Die Sterblichkeit war aber tief und der Verlauf wahrscheinlich fast milder wie bei einer normalen saisonalen Influenza. Mit dem neuen Coronavirus könnte man sich jetzt irgendwo zwischendrin bewegen, dass die Sterblichkeit pro infizierte Person vielleicht halt höher ist wie bei einer saisonalen Grippe. Sicher nicht so hoch, wie man das bei SARS kennt hat, aber halt wirklich das Risiko von einer weltweiten Ausbreitung besteht. Wie beurteilen Sie den Umgang mit dem Virus, ich sage jetzt einmal, als Weltgemeinschaft oder wir als Weltgemeinschaft bis jetzt? Ich glaube, das ist sehr beeindruckend, was man sieht, wie da zuerst einmal die chinesischen Behörden damit umgehen und dann auch sehr rasch, trotz Fehler, die man jetzt zugibt, sehr rasch kommuniziert haben und sehr transparent sind über den Ausbruch im eigenen Land. Es ist erstaunlich, wenn man sieht, wie wissenschaftlich schnell geschaffen wird, wie Forscher untereinander schnell Daten austauschen und kommunizieren. Und natürlich global ist es dann die Weltgesundheitsorganisation in Genf, die das versucht zu koordinieren, wo jetzt auch ein sogenannter internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat. Das ermöglicht, die internationale Zusammenarbeit zu verbessern, um eine weltweite Ausbreitung zu verhindern. Und ich glaube, das ist sehr beeindruckend, was man da sieht von den unterschiedlichen Behörden und auch was aus der Forschung kommt. Stichwort Panikmache. Würden Sie sagen, trifft überhaupt nicht zu in dem Fall? Also ich glaube, Panik muss man nicht haben.
Man hat Pandemien und Epidemien in der Vergangenheit gehabt und man versucht jetzt auch das Beste zu machen oder bestens reagieren auf diese Gefahr. Natürlich besteht das Risiko von einer weltweiten Ausbreitung und von einer erhöhten Anzahl Todesfällen. Das wird man versuchen zu verhindern. Aber als einzelne Person, gerade in einem Land wie der Schweiz, muss man sich bis jetzt sicher nicht gross Sorgen machen. Nebst diesen Todesfällen, wie treffen solche Epidemien in unserer Gesellschaft? Ich glaube, die Gesellschaft wird aufgezeigt, dass es halt die Gefahren gibt, dass man mit denen muss rechnen muss und dass es vielleicht alle 10 Jahre zu so Pandemien und Gefährdungen kann kommen. Es ist natürlich schwierig, den Widerspruch vom globalen Risiko und von den möglichen Todesfällen, die global werden auftreten, das zu vergleichen mit dem individuellen Risiko, das man hat, das natürlich dann doch verhältnismäßig sehr tief ist. Und ich glaube, der Widerspruch ist manchmal schwierig zu kommunizieren und auch für das Individuum schwierig wahrzunehmen. Neben den Todesfällen, wie treffen solche Epidemien in unserer Gesellschaft? Das sieht man jetzt auch wieder bei dieser Epidemie, was das für Auswirkungen kann haben. Man muss sich bewusst sein, dass sich die Menschheit immer mit Epidemien und Pandemien hat müssen auseinandersetzen, früher im Mittelalter oder ganz früher. Das war immer ein Thema gewesen. Das ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit gerückt, weil wir glücklicherweise keine schwerwiegende Pandemie in den letzten Jahrzehnten hatten. Die derzeitige Coronavirus-Epidemie in China zeigt jetzt, dass die Gefahr halt immer noch besteht von diesem Virus oder von neuen Virus. Und das rüttelt natürlich eine Gesellschaft auf. Man sieht dann auch das Verhalten von einer Gesellschaft, dass man sich Gedanken macht über Mobilität, über die Märkte, dass es aber jetzt auch zu Ausgrenzungen kann kommen von Bevölkerungsgruppen, weil man plötzlich Angst hat und weil es so Abschottungstendenzen gibt. Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation hat sehr stark betont, dass es ihm wichtig ist, dass Handel und Mobilität nicht eingeschränkt wird wegen dieser Epidemie. Verschiedene Länder oder Fluglinien haben jetzt auch ihre Flüge nach China oder in Risikoregionen eingestellt. Aber es ist wirklich unklar, ob das sinnvoll und adäquat ist zum momentanen Zeitpunkt. Es zeigt aber schon auch ein bisschen Verwundbarkeit oder die Fragilität von so einem System, wie wir haben, von so einer globalisierten Welt, oder? Weil quasi von einem Tag auf den anderen kann, das sieht man jetzt in verwaisten Städten, in China kann auch die ganze Wirtschaft plötzlich extrem beeinflusst werden. Sie hat einem jetzt natürlich aufgezeigt, wie extrem stark verbunden die internationale Gemeinschaft und Gesellschaft und Wirtschaft ist. Das begünstigt natürlich eine schnellere Ausbreitung von so einem Virus, aber das hat auch stärkeren Einfluss auf die Wirtschaft oder die finanziellen Märkte. Und man sieht natürlich, dass das Handeln gegenüber so einem Virus, dass das nicht nur ein Land dafür verantwortlich ist, sondern dass das wirklich ein internationaler Effort muss sein. Was glauben Sie, werden solche Ausbrüche häufiger in Zukunft? Wir haben in den letzten Jahrzehnten schon viele Ausbrüche gesehen von neu auftretenden Infektionskrankheiten. Also ich erinnere nur an SARS und MERS, Ebola, Zika etc. Also wir wissen, dass das Risiko zu so neuen Epidemien und Pandemien besteht. Das wird sich wahrscheinlich erhöhen in Zukunft. Gründe dafür sind eben die stärkere Mobilität, die man hat, und Verbundenheit, Transport zwischen den Ländern. Aber natürlich auch, dass der Mensch immer stärker auch vordringt in Gebiete, wo er bisher nicht war, wo das Risiko, dass man eben das neue Virus sich vom Tier zum Mensch überträgt, erhöht wird. Man hat das beispielsweise bei Ebola in Westafrika gesehen, dass eben das Vordringen in die Urwälder halt das Risiko von so einer Übertragung kann begünstigen. Und natürlich auch der Umgang vom Mensch mit dem Fleischkonsum und mit der Tierhaltung spielt natürlich auch eine sehr grosse Rolle. Und da muss man sich vielleicht in Zukunft auch ein paar Gedanken machen, dass man das Risiko von Übertragungen vom Tier zum Mensch kann verhindern oder zumindest erniedrigen. Es heisst auch immer wieder, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit von Viren, von solchen Ausbrüchen begünstigen. Wie stehen Sie dem gegenüber? Das könnte durchaus eine Rolle spielen. Da gibt es Studien, die zeigen, dass das Risiko
von sogenannten Spillover-Events, also das ist die Übertragung von einem neuen Erreger vom Tier zum Mensch, dass das kann ansteigen kann, mit Temperaturanstieg in gewissen Regionen auf dieser Erde. Ein anderer wichtiger Faktor ist sicher auch die Bevölkerung der Menschheit, die Bevölkerungsgrösse und das Vordringen der Bevölkerung in bisher ungewohnte Gebiete, also beispielsweise Stichwort Regenwald abholzen, dass der Mensch halt der Flora und Fauna ausgesetzt ist, wo noch bisher viel weniger stark ausgesetzt ist und dass eben zu Übertragungen von neuen Erregern vom Tier zum Mensch kann kommen. Sie als Wissenschaftler haben jetzt doch schon mehrere solche Ausbrüche auch miterlebt, auch untersucht. Jetzt mit Blick auf eine aktuelle. Was ist Ihre Vermutung, wo das hinführen wird? Wenn man sich die derzeitige Faktenlage und den Verlauf der Epidemie anschaut, muss man sich schon bewusst sein, dass das Risiko von einer weltweiten Ausbreitung nach wie vor besteht. Dass die Sterblichkeit von dem Virus doch bedeutend höher könnte sein wie bei einer saisonalen Influenza, dass es deshalb wirklich zu einer erhöhten Anzahl Todesfälle weltweit könnte führen. Was ich hoffe, ist, dass es nicht zu neuen Übertragungsketten und Ausbrüchen und Epidemien in Zweitländern außerhalb von Chinas kommt. Ich glaube, wenn das verhindert werden kann, dann wird sich die Epidemie auf China konzentrieren und dann könnte man wirklich eine globale Ausbreitung verhindern.